Jetzt kommt ein Jagdbomber von der Schweizer Flugwaffe ins Bild. Wir sehen hier einen Piloten, der die Tiefflugnavigation trainiert. Wir werden ihm jetzt eine Zeit lang zuschauen, wie er das macht. Der Name des Flugzeugs, wenn wir noch sagen? Das ist ein Hunter Mark 58, ein englisches Flugzeug. Tiefflugtraining? Tiefflug, das ist nötig, aus Schutzgründen, damit das Flugzeug von den Jägern und von der Fliegerabwehr nicht kann bekämpft werden kann. Und trainieren muss er das, weil das viel schwieriger ist, wenn man das Gelände aus dieser Höhe sieht, als wenn man hoch oben runter schauen kann. Wir kommen jetzt Richtung Toggenburg, unter Toggenburg. Man sieht hier schön den Tarnanstrich, den grün-graue, der das Flugzeug gegen Sichtung durch Jäger schützen sollte.